Ich begrüße Sie recht herzlich in unserer Pfarrgemeinde zu dieser Festmesse zum 40-jährigen Priesterjubiläum unseres Pfarrers Eckhard Paul Balling. Ich begrüße auch den Herrn Kaplan Paul, Diakon Paul, den Ministranten, den Chor mit den Gitarrenspielern und Sie alle, hier, die hier versammelt sind. Ich begrüße auch Herrn Bürgermeister mit den Gemeinderäten. Ich begrüße die alle, die von nah und fern gekommen sind. Ich sehe auch Wolfsthaler in unserer Kirche. Herzlich willkommen. Ich bitte dann um Beginn der Festmesse. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ein schöner Tag heute, ein schöner Tag war auch vor 40 Jahren. Voller Begeisterung gingen wir zum Bischof, wie ich den Ministranten in der Sakristei auch erzählt habe. 24 junge Burschen waren wir damals, 29 Jahre alt, 28 Jahre alt, 27 Jahre alt. 26, also wir waren mehrere Jahrgänge. Heute sind wir weniger geworden. Einige, sogar 9, sind gestorben. Ich denke an Sie, denke an uns alle, dass wir sogar 30 Jahre von meinem Priesterjahren, 40 Jahren, gemeinsam die Gottesdienste in Honsheim gefeiert haben. Und heute möge auch ein schöner Tag sein unter dem Segen unseres barmherzigen Gottes. Wir bitten ihn auch um sein Erbarmen. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht so, dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen sprach der Herr zu Elia: Salbe Elisha, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Seite. Als Elia vom Gottesberg weggegangen war, traf er Elisha, den Sohn Schaphats. Er war gerade mit 12 Gespannen am Pflügen und er selbst übte mit dem 12. Im Vorbeigehen warf Elia seinen Mantel über ihn. Sogleich verließ Elisha die Rinder, eilte Elia nach und bat ihn: Lass mich noch meinem Vater und meiner Mutter den Abschiedsgruß geben, dann werde ich dir folgen. Elia antwortete: Geh, kehr um, denn was habe ich dir getan? Elisha ging von ihm weg, nahm seine 2 Rinder und schlachtete sie. Mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und setzte es den Leuten zum Essen vor. Dann stand er auf, folgte Elia und trat in seinen Dienst. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. Als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagte sie: Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach. Der erwiderte: Lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zu Gott kommen und mit ihm unterwegs sind.
Bei Gott ist die echte Freiheit, wenn wir in seiner Gnade, unter seinem Schutz sein dürfen. Der Prophet Elia hat einen Nachfolger gesucht und gefunden, und war Elisha. Jesus ging damals Richtung Jerusalem, wo er schon wusste, was auf ihn zukommt, und hat Gespräche gehabt. Ja, auch ich möchte mit dir überlegen. Auch ich möchte mit dir dort sein. Überleg. Keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Jesus ging größere Schritte voraus, weil nicht auf dieser Erde alles zu erledigen ist, sondern die Richtung ist das Reich Gottes. Darum kümmern wir uns um unsere innere Seite. Als Priester, als Bischöfe, Diakon, Getaufte, alle Getauften, Laien, die wir auch nennen. Nicht, dass die Laien die Dienste der Priester übernehmen, sondern Vertretung und sogar an Ort und Stelle über Jesus zu sprechen. Das ist die Mission jedes Einzelnen, besonders der Getauften, der Laien, die nicht eine besondere Weihe haben, sagen wir so. Das allgemeine Priestertum Jesu ist in jedem Einzelnen. Und jeder hat diese Berufung, rede über Jesus, Prophet, Nachfolger Jesu, eine Bestätigung in der Öffentlichkeit zu geben. Ja, ich freue mich, Jesus hat mich gerufen. Am Ort, wo wir sind, haben wir die Einladung, immer die Verbindung mit Jesus zu pflegen. Anders haben wir eine andere Richtung. Rede, Herr, dein Diener hört, du hast Worte des ewigen Lebens, wäre dieser Vers vor dem Evangelium heute. Das ist unser Gebet an Jesus. Rede, Herr, dein Diener hört, deine Dienerin hört. Du hast Worte des ewigen Lebens. Das sagen wir immer Jesus, dem Hohen Priester. Wir feiern heute die Heilige Messe, Festmesse, gestartet mit besonderen Liedern, besonderen Gebeten. Wir danken dem lieben Gott. Und ich danke zuerst selbst, aber wir alle danken heute dem lieben Gott für meine Berufung, die vor ein paar Jahren war. Nicht vor 40, sondern schon von 50 Jahren. Und nicht vor 50, sondern ein bisschen früher, fast 60 Jahre. Darüber aber im zweiten Teil meiner Predigt zum Schluss. Erneuern wir nun unseren Glauben, indem wir gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige katholische Kirche, gemeinsam
ihren Nächsten zu dienen und für sie zu beten. Deshalb rufen wir heute: Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Geh, kehr um, denn was habe ich dir getan? Schenke allen Christinnen und Christen immer wieder neu ein Bewusstsein für die Gnade, die du ihnen täglich schenkst, und lass sie durch ihr Leben Zeugnis geben für deine frohe Botschaft. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Ihr seid zur Freiheit berufen. Pflanze in allen Getauften das Bewusstsein ein, dass sie berufen sind, von deinen großen Taten zu sprechen und auch danach zu handeln. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wir bitten dich für unseren Pfarrer Paul, der heute sein 40. Priesterjubiläum feiert. Hilf ihm, damit er seiner Priesterberufung in der heutigen Welt immer glaubwürdig leben kann. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Mein ganzes Glück bist du allein. Wir beten auch für unsere Verstorbenen, besonders für die Eltern von Pfarrer Paul, Matthäus und Anna. Geleite sie zur Vollendung ihres Lebens im himmlischen Reich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. In unserem persönlichen Anliegen. Barmherziger Gott, du hast uns berufen, damit wir deine frohe Botschaft in die Welt tragen. Begleite uns mit deinem Segen und lass unsere Mühen reiche Früchte tragen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben.
Was ihm bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir seinem Herrn und Schöpfer zu dienen und das Lob deinem großen Vater zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Würde.
Den seligen Josef, der dann bei euch war, mit deinen Aposteln und Märtyrern, der seligen anderen Durchbrüche, und mit allen Heiligen, die loben und preisen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn ohne Demut entnimm, ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
das Lamm Gottes, das trägt in die Sünde der Welt. Lasst uns beten. Gütiger Gott, die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke uns neues Leben. Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit und dir auf immer verbunden bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Verlautbarungen. Jetzt werden die Mittäter für den Juli und August an den Kirchentüren verteilt. Am nächsten Sonntag um 8.30 Uhr heiligmäßig der verstorbene Franz Benkowitz, verstorbene Tochter Brigitta und verstorbene Angehörige. Ich möchte auch herzlich begrüßen die Jahreskollegen von der Frau Boma, die heute ihr Fest hier feiern in unserer Kirche. Lieber Paul, lieber Herr Dechant, zuerst darf ich dir gratulieren zur Wiederbestellung des Dechants vom Dekanat Hamburg für weitere 5 Jahre. Wir sind heute zusammengekommen, um das 40-jährige Priesterjubiläum unseres Herrn Dechanten Paul Balling zu feiern. Gestern vor 40 Jahren wurde der Diözese Jasch zum Priester geweiht und seit 1990 hat er uns in der Pfarrgemeinde Hunsheim das Wort Jesu gepredigt und gelehrt und ich danke ihm dafür. Er hat nicht nur in schönen Zeiten das Wort Gottes verlautbart, sondern auch in treuen Zeiten. Und es waren immer die richtigen Worte, die uns trösten oder uns aufhelfen können. Wir wünschen dir, lieber Paul, für die Zukunft auch alles Gute. Möge dir Gott die Kraft schenken, uns auch lange das Wort Gottes zu verkünden. Nun haben auch die Ministranten, die Julia, ein kleines Gedicht vorbereitet. Lieber Herr Dechant, es freuen sich heute mit Ihnen die großen und kleinen Leute. Zum 40. Priesterjubiläum soll zum Schluss erklingen das Te Deum. Gottes Ruf hat für Sie gezählt. Sie haben sich ihm zur Verfügung gestellt. Auf seine Führung haben Sie vertraut und auf ihn Ihr ganzes Leben gebaut. Ihm gedient, weil er Sie berührt und Menschen geführt. Dass Gott Sie leite in großer Güte, mit seiner Gnade Sie stets behüte. Die schützenden Hände über Sie breite, mit seinem Segen sie immer begleite. Das Gute ihnen reichlich lohne, vor allem Bösen sie verschone. Dies alles wünschen von Herzen wir, der Herr sei mit dir. Danke, Julia, für das Vortragen des Gedichtes. Wir haben auch für dich ein kleines Geschenk vorbereitet. Und zwar, du hast bekommen von Altenburg in Marienkron in der Kurenstadt in Lüdhof einen Aufenthalt. Und wir haben uns gedacht, wir geben dir das Taschengeld dazu. Und ich darf dir das überreichen in Form eines Priesterhemdes. Und hier sind deine Geldscheine, dass du auch verwenden kannst bei deiner Kur. Alles alles. Dann suche ich Herrn Bürgermeister Mark mit der Worte. Waren es vor 40 Jahren ungefähr 85% der Österreicher
die man zur katholischen Kirche gezählt hat, sind es heute gerade 57%. Hunsheim liegt dabei bei 73%. Dabei ist es auch in der heutigen Zeit eine Vielzahl von Anlässen, bei der ein Priester gefragt und wichtig ist. Wenn ich bei mir selbst ein wenig zurückdenke, sind es von den Taufen meiner Kinder beginnend über Erstkommunion, Firmung bis hin zu einer ganzen Zahl von Begräbnissen von bekannten Freunden und Angehörigen, eine ganze Reihe, bei der du uns bestens begleitet hast. Seit fast 10 Jahren kann ich mich als Bürgermeister für bestes Einvernehmen und eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Werte Herr Dächer, lieber Paul, ich hoffe, du bleibst uns noch viele, viele Jahre als Seelsorger in unserer Gemeinde erhalten. Als kleines Dankeschön möchte ich dir einen Korb mit Wein, mit Gläsern und in Absprache mit einigen anderen Gratulanten einen Gutschein für deinen Kuraufenthalt überreichen. Ein schöner Tag war damals, 1979, Begeisterung,
Die Begeisterung ist da geblieben. Die Jugend nicht unbedingt. Die Jugendjahre sind schon bis auch nicht vorbei, aber jung geblieben, sagt man so. Ich danke dem lieben Gott, dass er mich bis jetzt begleitet hat. Danke allen Pfarrgemeinden, wo ich tätig war. Ich habe auch mit dem ehemaligen Bischof darüber gesprochen. Es war die Hilfe Gottes wirklich überall. Und besonders in der Zeit vor 1990 und auch nachher, weil ich nicht unbedingt die deutsche Sprache beherrscht habe. Ich habe von meinem Vater etwas gelernt, weil er die Soldaten, deutsche Soldaten im Garten seines Vaters, des Opa, gehört hat, wie sie gesprochen haben, schöne und nicht unbedingt schöne Worte. Aber Priesterseminar und auch da, aber es geht darum, wie schon erwähnt, die Botschaft des allmächtigen Gottes weiterzutragen. Ich fühle mich als einer, dort hinten gibt es einige Namen, Vorgänger, die da waren, Priester, die gewirkt haben, gläubige Generationen, Gläubige sind wir heute auch und geben den Glauben weiter. Danke auch der lieben Gott, dass er langsam auch eine Hilfe schickt und da bei mir ist. Der Diakon Paul wird wahrscheinlich wieder in unserer Gegend demnächst wirken. Und danke dir, lieber Gott, dass ihr in meiner Nähe seid, Pfarrgemeinderäte, die bis jetzt waren und jetzt im Vereinigten Kirchenchor und seinem Deutschen Altenburg, weil ich auch die zwei Altenburger sehe und da die Instrumente von zwei Gitarrinnen und einem Schlagzeuger. Danke, Bürgermeister, und euch allen, die heute gekommen seid. Es ist wirklich für mich ein Moment des Rückblicks gewesen und auch im Moment des Hinblicks. Der Bürgermeister hat gesagt, hoffentlich bleibe ich länger da. Der liebe Gott entscheidet. 75 dürfen wir in Pension gehen, mit 75 müssen wir also von der Verantwortung her, Priester, kann man weiter das Amt als Priester ausüben. Ich danke noch einmal für die Geschenke, für das schöne Gedicht, für den danke euch allen und wünsche von ganzem Herzen den Segen Gottes. Segen heißt Gutes sagen, bene vicere. Danke noch einmal und hoffentlich werden wir noch viele Taufen deiner Pfarrkirche auch erleben, viele Trauungen.